My name is Gaga. My name is Dieter Bohlen. My name is Whitney Houston. My name is Kiss. Das Besondere an My Name Is, ist, dass es endlich mal eine Castingshow im deutschen Fernsehen gibt, wo jeder seinem Star richtig nacheifern kann. Ich denke mal, der Sieger, der sollte wirklich sein Vorbild zu quasi 100% imitieren können. Alle Straßen endlos, Barrikaden gab's für uns doch nicht. Well, since my baby left me, I'm finding your place to dwell. Bist du denn eine strenge Jurorin? Ich bin ehrlich. Ich glaube dadurch auch vielleicht ein bisschen streng. Ich lasse mich nicht leiten von Rosen, von netten Blicken mancher Männer. The places where we go, when we gray and old. Cause I have been told. Das Gesamtpaket muss stimmen und dazu gehört definitiv das Aussehen und das Singen. Wir hatten das jetzt schon ganz oft, dass sie entweder gut singen konnten oder einfach das Styling perfekt war, aber die Stimme eben nicht da war. Der Sieger muss unbedingt drei Qualitäten haben. Das ist eine ganz gute Stimme, zwei eine sehr gute Bühnenpräsenz, aber drei muss ich auch wirklich identifizieren mit der Superstar. Mein Name ist Daniela Katzenberger. Also ihr da draußen, schaltet ein. Mittwoch, 20.15 Uhr am 15.06. My Name ist hier bei RTL 2.